Für den Spargel. Beim Spargel, also es gibt unterschiedliche Varianten, wie man jetzt den Spargel zubereiten kann. Ich bin jemand, für zu Hause finde ich es immer am schönsten, wenn das schön klassisch passiert. Das heißt, in das Spargelwasser gehört Zitrone mit rein, es gehört Butter mit dazu, Salz und Zucker. Man braucht die Zitrone, also diese Säure, dass der Spargel beim Kochen auch schön weiß bleibt. Der behält seine Farbe und hat seinen Glanz. Die Butter im Spargelwasser hat folgende Bewandtnis: Wenn der Spargel dort drin gekocht wird, dann habe ich außenrum auch schon so einen leichten, einen schönen leichten Film. Also ich muss nicht mehr unbedingt noch mal irgendwo glasieren oder irgendwas, sondern ich habe schon das Fett als Gleitmittel, als Geschmacksträger mit im Wasser drin. Plus dazu kann man das Wasser, das Spargelwasser dann im Nachgang auch ordentlich verwenden. Das heißt, man lässt es leicht reduzieren und kann eine schöne Spargelsuppe dort draus machen. Also bei der Sache kann man wirklich alles verwenden. Den Zucker beim Spargelwasser gebraucht man wegen der Bitterstoffe, weil Spargel hat schon einen etwas höheren Anteil an Bitterstoffen. Das merkt man dann, wenn man jetzt wirklich den Spargel einfach mal, wenn man mal in einen rohen Spargel reinbeißt. Dem kann man entgegenwirken, wenn man ein kleines bisschen Zucker mitverwendet. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de